Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Eine ganze Menge. Denn jetzt wird auf einen bestimmten Begriff eingegangen, den wir normalerweise aus netzfrauen.de kennen. Und zwar das Wort Pestizide. Und genau drei Meldungen wurden dazu ins Internet rausgehauen. Was das mit Autismus zu tun hat, das werdet ihr definitiv schon erahnen. Diese Argumente, die in diesen drei Meldungen auftauchen werden, werden wir auf jeden Fall auseinandernehmen. Und weil ich mir diese drei Meldungen wenn ich allein antun kann, muss ich euch viel mit reinziehen. Link zu den drei Artikeln gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort aber raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus Einbrücken Kanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, falls ihr bei der Comic-Seite nochmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und die erste Meldung kommt vom BR24, der den Titel trägt: Pestizidstudie alarmiert Politik und Wissenschaft. Fackel mich lang drumrum, los geht's. Hersteller haben laut schwedischen Wissenschaftlern bei der Zulassung von Pestiziden Studien zur Wirkung auf die Gehirnentwicklung zurückgehalten. Nachdem der BR mit internationalen Medien berichtete, zeigen sich Experten und Politik besorgt. Ja, Politiker sind ja ständig immer besorgt. Nicht nur deswegen, sondern auch in vielen anderen Dingen. Zum Beispiel, reichen die Steuereinnahmen der Bürger? Sollen wir die nächste Steuererhöhung planen? Oder sollen wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger noch mehr mobben als ohnehin schon? Genauso ähnlich wie die Autofahrer immer mehr gemobbt werden? Seitens aus allen Richtungen und anderen Verkehrsteilnehmern? Deswegen lesen wir weiter. Die Wissenschaftler Axel Mie und Christina Ruden von der Stockholm University zeigen, dass Konzerne relevante Studien bei den amerikanischen Behörden eingereicht haben, bei den europäischen Zulassungsbehörden dagegen nicht. In diesen Studien wurde untersucht, ob Pestizidwirkstoffe die Entwicklung des Gehirns bei Föten und Kindern gefährden. Und lass mal sehen, was in dem verlinkten Artikel so gezeigt wird. Ah ja, genau. Das werden wir gleich auch noch reacten. Aber gleich. Lesen wir einfach weiter. Und bevor ich weiterlese, das Video kann ich nicht zeigen, weil der Bayerische Rundfunk hat sich schon mal über eine Reaction beschwert, sodass diese Reaction komplett auf Audio umgestellt worden ist. Deswegen gehen wir halt nicht auf das Video ein und lesen weiter. Noch ein Wissenschaftler. Unverantwortlich, Pestizidstudien nicht vorzulegen. Diese Studien seien ernst zu nehmen, sagt der international renommierte Neurowissenschaftler Yehizkel Ben-Ari. Es sei unverantwortlich, sie bei den europäischen Zulassungsbehörden nicht vorzulegen. Er geht davon aus, dass die Risikobewertung bei Pestiziden in den USA besser funktioniert als in Europa. Zitat: Die Folge ist, dass in den USA einige Pestizide nicht erlaubt sind und diese Information nicht in Europa ankommt. Einige Pestizide? Warum denn nicht alle? Naja, das erklären wir mal, wer will. Jetzt wird weiter. Das sich entwickelnde Gehirn reagiere sehr empfindlich auf Pestizide, sagt der Experte für Neurowissenschaften. Zahlreiche Studien würden das zeigen. Müttern, die gegen Ende ihrer Schwangerschaft Pestiziden ausgesetzt sind, hätten eine höhere Wahrscheinlichkeit für Frühgeburten. Ihre Kinder litten vermehrt an Erkrankungen wie Autismus oder anderen Entwicklungsstörungen, so Ben-Ari. Autismus ist weder eine Erkrankung noch eine Entwicklungsstörung. Lasst es einfach. Sonst kriegt ihr von den Rundfunkbeiträgen überhaupt nichts mehr, Bayerischer Rundfunk.
Gleiches gilt auch wie zuletzt das ZDF. Weiter geht's. EU-Behörden konnten erst spät reagieren. Studien, die an Tierversuchen diese Auswirkungen untersuchen, wurden von den Herstellern bei den europäischen Behörden in einigen Fällen erst dann vorgelegt, als diese sie anforderten. Ein Beispiel ist Abamectin, ein Wirkstoff des Chemiekonzerns Syngenta. Abamectin wird zur Schädlingsbekämpfung auf Obst und Gemüse eingesetzt. Schädlingsbekämpfung auf Obst und Gemüse. Das würde Andreas Haltstopp von Frauentausch gar nicht gefallen. Denn es ist Obst im Haus. Und das soll auch so bleiben. Weiter geht's. Axel Mie, Chemiker an der Stockholm University, geht davon aus, hätte Syngenta bereits 2005 und 2007 ordnungsgemäß diese Studien bei den Behörden eingereicht, dann wären schon damals die Anwendungen in verschiedenen Kulturen eingeschränkt oder verboten worden. Ja, wie sagte Gorbatschow? Wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Ja, ist ein schlechtes Beispiel, aber immer wieder aktuell. Weiter geht's. Hersteller sahen sich nicht zur Vorlage verpflichtet. Syngenta hatte beim Zulassungsantrag für Abamectin zwei Studien nicht vorgelegt. Hat. Was ist das für ein Deutsch? Syngenta hatte beim Zulassungsantrag für Abamectin zwei Studien nicht vorgelegt. Hat. Ich hätte das Hat natürlich weggelassen. Mal gucken, ob wir noch einen Satz finden, welches auch kein Deutsch ist. Weiter geht's. Als die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, gut 10 Jahre nach der Erstzulassung von diesen Studien erfuhr, reagierte sie. Die Behörde senkte nachträglich Referenzwerte und hat die Schädlingsbekämpfung bei Erdbeeren, Äpfel und Birnen eingeschränkt. Erdbeeren. Da war ich kürzlich in einem Eiscafé in Lübeck, also ich würde die Erdbeeren auch sofort ganz in Ruhe lassen. Denn Erdbeerbecher ist so lecker. Je mehr Erdbeeren, desto besser. Vor allen Dingen in Kombination mit Sahne und Erdbeersoße. Lecker, lecker, lecker. Aber vielleicht probiere ich ja demnächst ja auf dem Eiskaffee, wenn ich wieder dort in eins bin, vielleicht einen Apfel- oder Birnenbecher. Könnte auch interessant werden. Weiter geht's. Syngenta teilt dem BR auf Nachfrage mit, man habe die Studien im Rahmen des Zulassungsprozesses in den USA durchgeführt. Im EU-Verfahren seien sie damals nicht angefordert gewesen. Man habe sie daher nicht proaktiv eingereicht. Der Konzern sei davon ausgegangen, dass die Studien keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Toxizität des Wirkstoffs ergeben hätten. Aber Mectin ist kein Einzelfall. Laut der Analyse von Mie und Ruden haben nicht eingereichte Studien in 2 weiteren Fällen zu einer neuen Risikobewertung geführt. In 4 Fällen prüfen die Behörden ihre Bedeutung noch. Und dieses Video vom Bayerischen Rundfunk zeigen wir natürlich nicht, sonst beschweren sie sich wieder bei mir. Und das wirklich schnell. Weiter geht's. Scharfe Kritik aus dem Europaparlament. Die Europaabgeordnete Sarah Wiener von den Grünen ist Berichterstatterin des Parlaments für die Neuordnung des Pflanzenschutzes. Sie geht davon aus, dass die aktuelle Untersuchung nur die Spitze des Eisberges ist und Hersteller möglicherweise noch mehr Studien zurückhalten. Dafür zahlten die EU-Bürger den Preis. Die Analyse zeigt, dass die Pestizidindustrie die EU-Behörden an der Nase herumführt. Ja, an der Nase herumführen. Wer kennt so etwas nicht? Weiter geht's. Rechtsverstoß der Hersteller? Wissenschaftlicher Mie ist überzeugt davon, dass die Konzerne hier gegen europäisches Recht verstoßen haben. Die EU-Kommission äußert sich nicht zu konkreten Fällen, schreibt aber allgemein, Hersteller seien verpflichtet, alle Informationen über potenziell schädliche Wirkungen des Wirkstoffs vorzulegen. Ja, so kann man sich auch aus der Affäre ziehen, indem man einfach Standardsätze veröffentlicht. Ganz klar. Und
Deswegen kommen wir jetzt zur zweiten Meldung vom BR24, der den Titel trägt: Fehlende Studien, Lücke bei der Zulassung von Pestiziden. Auch ebenfalls von der gleichen Redakteurin, die die erste Meldung auch veröffentlicht hat. Fragen wir nicht lang drumherum, los geht's. Mehrere Pestizidhersteller haben bei der Zulassung wichtige Studien zurückgehalten. Das zeigt eine Untersuchung der Stockholm University, die dem BR vorab vorlag. In den Studien geht es um potenzielle Gesundheitsgefahren für Föten und Kinder. Ja, schreibt doch gleich auch Embryonen gleich mit. Meine Güte, kann man sich echt nicht ausdenken. Weiter geht's. Der Ausgang eines Zulassungsverfahrens für Pestizide in der EU hängt stark von den Studien der Chemiekonzerne ab. Die Industrie muss nachweisen, dass das jeweilige Mittel für Mensch, Tier und Umwelt verträglich ist. Doch haben die Chemiekonzerne immer alle relevanten Studien bei der Zulassung von Wirkstoffen eingereicht? Ja, das hatten wir doch schon mal geklärt, oder? Weiter geht's. Um das zu untersuchen, hat der schwedische Chemiker Axel Mie mit seiner Kollegin Christina Rudén von der Stockholm University Datenbanken der US-amerikanischen Umweltbehörde durchgeforstet. Im ersten Artikel habt ihr Rudén ohne das Strich oben drüber geschrieben. Und in der zweiten Meldung macht ihr diesen Strich. Na gut, lesen wir, wie wir weiterkommen. Die Forscher erstellten anschließend Listen mit sogenannten DNT-Studien zur möglichen Schädigung der Gehirnentwicklung, die Hersteller im Rahmen des dortigen Zulassungsverfahrens eingereicht hatten. Dann prüfen die beiden, ob diese Studien auch den Genehmigungsbehörden in der Europäischen Union vorgelegt wurden. Insgesamt haben wir 35 solcher Studien in den USA gefunden, sagt Axel Mie. 9 davon, also etwa ein Viertel, fehlten in der EU. Dass die einfach hinter den Schreibtisch gefallen sind, hält B angesichts des hochformalisierten Zulassungsverfahrens für unwahrscheinlich. Ja, wenn einfach alles hinter den Schreibtisch fallen würde, dann kann es einfach nur unwahrscheinlich werden, dass man auch diese Dinge auch wirklich wiederfindet. Und wenn, dann spätestens erst, wenn man in eine neue Stadt oder in eine neue Wohnung innerhalb der Stadt zieht. Und natürlich sollen wir uns nach dem Umzug nicht auch wundern, wenn wir ein paar Sachen vergessen haben. Ich meine, wem ist das nicht schon passiert, Leute? Sagen wir mal ganz ehrlich. Deswegen lesen wir weiter. Auswirkungen von Pestiziden auf Entwicklungsstörungen nachgewiesen. Jetzt kommt's. Studien zur Entwicklungsneurotoxizität sind ernst zu nehmen, darüber besteht Konsens in der Wissenschaft. Das sich entwickelte Gehirn reagiere sehr empfindlich auf Pestizide, sagt der französische Neurologieprofessor Yehixel Ben-Ari. Wir wissen, dass das Auswirkungen auf das ungeborene Kind hat, wenn die Mutter Wirkstoffen ausgesetzt ist. Die Entwicklungsstörungen seien nicht nur bei Versuchstieren, sondern auch bei Menschen in zahlreichen Studien nachgewiesen. Autismus könne eine Folge sein. Erstens mal. Autismus ist keine Entwicklungsneurotoxizität. Zweitens. Tierversuche sollen generell verboten werden. Kommt also nicht mit Versuchstieren bei uns an. Und drittens, Autismus ist auch keine Entwicklungsstörung. Einfach diese drei Punkte einfach aus eure Recherchen streichen. Weiter geht's. Agrochemie-Riese Syngenta reichte Studien nicht ein. Syngenta ist eines der Unternehmen, das Studien zurückgehalten hat. Zum Beispiel im Fall des Wirkstoffes Abamectin, der vor allem Schädlinge auf Obst und Gemüse bekämpft. Ja, Schädlinge. Da gibt es verschiedene Tiere, die Obst und Gemüse befallen. Also könnte eigentlich jedes Insekt auch in Frage kommen. Weiter geht's. Der Wirkstoff wurde 2009 europaweit zugelassen.
Dafür musste Syngenta den Behörden ein umfassendes Dossier mit Studien vorlegen, um zu belegen, dass der Wirkstoff unbedenklich ist. Zwei Studien zur Entwicklungsneurotoxizität aus den Jahren 2005 und 2007 hatte Syngenta aber gar nicht erst übermittelt, wie das Unternehmen dem BR gegenüber einräumt. Entwicklungsneurotoxizität schon wieder? Was habe ich eben gerade gesagt? Lass das Wort weg in Bezug auf Autismus. Weiter geht's. Man habe diese Studie den europäischen Behörden im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht proaktiv vorgelegt, heißt es in dem schriftlichen Statement. Sie seien im Rahmen des Zulassungsverfahrens in den USA durchgeführt und im europäischen Verfahren damals nicht angefordert worden. Syngenta habe die Studien so eingestuft, dass sie keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Toxizität des Wirkstoffes ergeben hätten. Akutes Risiko für Menschen nicht ausgeschlossen. Als die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, etwa 10 Jahre später von den beiden Studien erfuhr, stufte sie diese anders ein. Die Gesundheitsexperten senkten die Referenzwerte aufgrund der Erkenntnisse zur neurotoxischen Wirkung von Abamectin deutlich ab. Zum Beispiel wurden die zugelassenen Rückstandswerte des Stoffs auf Gurken, Tomaten oder Zucchini heruntergesetzt. Will ich mir gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Aber lesen wir weiter. Bei 12 Obst- und Gemüsesorten, die mit Abamectin behandelt werden durften, könne ein akutes Risiko für Menschen nicht ausgeschlossen werden, folgerte die Behörde in ihrem Risikobericht aus 2021. Bei Äpfel und Birnen soll der Stoff zur Schädlingsbekämpfung nicht mehr eingesetzt werden. Und was ist mit den Erdbeeren? Die habt ihr hier vergessen, BR24. Oder habt ihr etwa diesen Artikel gerade umgeändert, bevor überhaupt darauf reagiert werden konnte? Interessant. Ich fühle mich gerade beobachtet von Bayerischen Rundfunk. Lesen wir einfach weiter, komm. EU-Kommissionsmitarbeiter sieht ein ernstes Problem. Hätte Syngenta diese Studie bereits 2005 und 2007 ordnungsgemäß bei den Behörden eingereicht, wären die Anwendungen in verschiedenen Kulturen wohl schon damals verboten oder eingeschränkt worden, glaubt der schwedische Wissenschaftler Axel Mie. Studien zur Entwicklungsneurotoxizität sind im EU-Zulassungsverfahren nicht grundsätzlich vorgeschrieben. Auf das Wort Entwicklungsneurotoxizität gehe ich halt nicht mehr drauf ein. Die lernen es nicht vom Bayerischen Rundfunk. Die lernen es nicht. Weiter geht's. Im Fall des Wirkstoffes Abamectin hat Syngenta diese Studien aber durchgeführt. Und nach Ansicht der schwedischen Forscher hätten diese dann auch bei den europäischen Behörden vorgelegt werden müssen, da die Ergebnisse auf mögliche schädliche Wirkungen hindeuteten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, bestätigt auf Anfrage des BR, dass die Studien nicht vorlagen. Haben die Konzerne damit gegen EU-Recht verstoßen? Die EU-Kommission äußert sich nicht zum Fall Abamectin, schreibt aber allgemein, dass Hersteller verpflichtet seien, alle Informationen über potenziell schädliche Wirkung des Wirkstoffs vorzulegen. Ja, allgemeine Antwort ist ja immer laut dem Motto, auf Copy-Paste immer zu drücken. Weiter geht's. Aus einer Mail aus Kommissionskreisen geht hervor, dass man im September vergangenen Jahres alarmiert war, als Hinweise über die fehlenden Studien eingingen. Wenn Hersteller Studien mit ungünstigen Ergebnissen nicht einreichen würden, stelle das ein ernstes Problem dar, heißt es in der Mail eines Kommissionsvertreters für den Bereich der Lebensmittelsicherheit, die dem BR vorliegt. Und ihr habt die hingeschrieben, ne? Weiter geht's. Syngenta ist kein Einzelfall. Neben Syngenta hat auch das deutsche Chemieunternehmen Bayer Studien zur Entwicklungsneurotoxizität bei den europäischen Behörden nicht vorgelegt. Bayer. Genau das gleiche Chemieunternehmen, welches auch für Bayer 04 Leverkusen als Hauptsponsor gilt. Kann man sich nicht ausdenken. Und nein,
Leverkusen liegt nicht in Bayern, nur weil sie das Wort Bayer bei sich davor stehen hat. Weiter geht's. Bayer schreibt auf BR-Anfrage, man habe die Studien eingereicht, die nach den damaligen Regularien gefordert waren. Die Risikobewertung sei zuverlässig erfolgt. Bei einem Wirkstoff zum Beispiel sei das Einreichen per Gesetz damals nicht gefordert gewesen. Am Ende sei der Stoff aus anderen Gründen nicht mehr zugelassen worden. Wie die Zulassungsbehörden im Nachhinein von den Studien erfahren haben, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Teils haben sie diese selbst recherchiert, teils haben die schwedischen Wissenschaftler sie darauf aufmerksam gemacht. In 3 von 9 untersuchten Fällen haben nicht vorgelegte Studien nachträglich für eine Neubewertung des Stoffes gesorgt, wie die Untersuchung der Stockholm University zeigt. In 4 weiteren Fällen prüfen die Behörden noch eine mögliche Neubewertung. Ja, und wenn es zu einer Neubewertung kommen sollte, dann werden wir vom Kanal Autismus definitiv auch dazu reacten. Wenn Sie schon wieder Autismus als Entwicklungsneurotoxizität bezeichnen oder noch schlimmeren Begriffen. Weiter geht's. Sicherheitslücke im Zulassungssystem. Die Untersuchung der Stockholm University zeigt eine Sicherheitslücke auf, sagt der Innsbrucker Toxikologe Martin Paparella. Es kann nicht sein, dass die Industrie Studien durchführt, die sie dann nicht einreicht. Dadurch entstehe ein unvollständiges Bild, in der Wissenschaftler von der Medizinischen Universität Innsbruck. Er selbst war jahrelang in einer österreichischen Behörde für die Zulassungsverfahren von Chemikalien mit zuständig. Der Ausgang eines Zulassungsverfahrens für Pestizide in der EU hängt stark von den Studien der Agrochemiekonzerne ab. Die Industrie muss nachweisen, dass das jeweilige Mittel für Mensch, Tier und Umwelt verträglich ist. Wenn die Industrie diese Beweise zurückhält, sagt die Toxikologe-Professorin Christine Rudén von der Universität Stockholm, dann bedeutet das für mich, dass sie ihrer Verantwortung nicht gerecht wird. Dann könnten Behörden nicht beurteilen, ob die Produkte sicher seien oder nicht, so Rudén, und Verbraucher könnten gefährdet werden. Und nein, dieses Video über Zulassungsbehörden fehlen offenbar Studien zu Pestiziden. Werde ich nicht abspielen, sonst wird der Kanal gleich zugemacht. Kommen wir jetzt zur 3. und letzten Meldung für heute, die von der Tagesschau veröffentlicht wurde, der den Titel trägt Studien offenbar zurückgehalten oder Sicherheitslücke bei Pestizidzulassungen. Facke mich lang drumrum, los geht's. Agrochemiekonzerne haben bei der Zulassung ihrer Produkte wichtige Studien zurückgehalten. Das zeigt eine Untersuchung der Stockholmer Universität, die dem BR vorliegt. Die Studien untersuchen potenzielle Gesundheitsgefahren für Föten und Kinder. Ja, auch ihr von der Tagesschau lasst die Embryonen aus dem Spiel. Meine Güte. Typisch. Genauso wie von der gleichen Redakteurin auch veröffentlicht. Alle 3 Meldungen, die wir heute reacted haben, gehören ihr. Weiter geht's. Ich habe den Kopf geschüttelt, als ich die erste Studie entdeckte, erinnert sich der schwedische Chemiker Axel Mie. Dann suchte er weiter, fand die zweite und schließlich die dritte. Die Rede ist von Studien zur Frage, inwieweit Pestizidwirkstoffe die Entwicklung des Gehirns schädigen können. Als Axel Mie erste Hinweise darauf hatte, dass Chemiekonzerne diese Studien bei den europäischen Behörden nicht vorgelegt haben, war für den Wissenschaftler klar, das müssen wir systematisch untersuchen. Relevante Studien systematisch zurückgehalten. Gemeinsam mit der Toxikologin Christina Rudén von der Stockholmer Universität durchforstete der Chemiker Datenbanken der amerikanischen Umweltbehörde. Sie haben Listen mit Studien zur Entwicklungsneurotoxizität erstellt, die Hersteller im Rahmen des dortigen Zulassungsverfahrens eingereicht hatten. Ich krieg hier schon Magenkrämpfe, wenn ich schon das Wort Entwicklungsneurotoxizität lesen muss. Weiter geht's, komm. Dann prüften die beiden, ob diese Studien auch den Genehmigungsbehörden in der Europäischen Union vorgelegt wurden. Insgesamt haben wir 35 solcher Studien in den USA gefunden, sagt Bee. 9 davon, also etwa ein Viertel, fehlten in der EU.
dass die einfach hinter den Schreibtisch gefallen sind, hält Mi angesichts der hochformalisierten Zulassungsverfahrens für unwahrscheinlich. Ja, und alles, was hinter den Schreibtisch fällt, findet man erst spätestens bei einem Umzug wieder. Just saying. Weiter geht's. Auswirkungen auf Entwicklungsstörungen nachgewiesen. Ja klar, erst habt ihr Entwicklungsneurotoxizität gesagt, jetzt sagt ihr Entwicklungsstörung. Bin mal gespannt, was ihr dazu geschrieben habt. Studien zur Entwicklungsneurotoxizität sind ernst zu nehmen. Darüber besteht Konsens in der Wissenschaft. Das sich entwickelnde Gehirn reagiere sehr empfindlich auf Pestizide, sagt der französische Neurologieprofessor Yehixel Ben-Ari. Wir wissen, dass das Auswirkungen auf das ungeborene Kind hat, wenn die Mutter Wirkstoffen ausgesetzt ist. Die Entwicklungsstörungen seien nicht nur bei Versuchstieren, sondern auch bei Menschen in zahlreichen Studien nachgewiesen. Autismus könne eine Folge sein. Erstens, weil Autismus ist keine Entwicklungsneurotoxizität. Und zweitens, auch keine Entwicklungsstörung. Und jetzt kommen wir zu einem dritten Punkt, welches nicht mit Autismus zu tun hat, aber ich sag's trotzdem. Tierversuche sollten generell verboten werden. Da kann mir keiner was davon erzählen, dass Tierversuche gut seien. Wer so etwas sagt, dann steckt höchstwahrscheinlich eher jemand wie Rainer Winkler dahinter. Weiter geht's. Agrochemie-Riese Syngenta reicht die Studie nicht ein. Syngenta ist eines der Unternehmen, das Studien zurückgehalten hat. Zum Beispiel im Fall des Wirkstoffes Abamectin, der vor allem Schädlinge auf Obst und Gemüse bekämpft. Der Wirkstoff wurde 2009 europaweit zugelassen. Dafür musste Syngenta den Behörden ein umfassendes Dossier mit Studien vorlegen, um zu belegen, dass der Stoff unbedenklich ist. Und das dürfte der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, dass dieser Wirkstoff europaweit zugelassen wurde. In den USA ist sie nicht zugelassen worden. Komisch, nicht wahr? Weiter geht's. Zwei Studien zur Entwicklungsneurotoxizität aus den Jahren 2005 und 2007 hatte Syngenta aber gar nicht erst übermittelt, wie das Unternehmen dem BR gegenüber einräumt. Man habe diese Studien den europäischen Behörden im Rahmen des Zulassungsverfahrens nicht proaktiv vorgelegt, heißt es in dem schriftlichen Statement. Sie seien im Rahmen des Zulassungsverfahrens in den USA durchgeführt und im europäischen Verfahren damals nicht angefordert worden. Syngenta habe die Studien so eingestuft, dass sie keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Toxizität des Wirkstoffes ergeben hätten. Ja, man hatte einfach nur ihren Job gemacht. Aber egal wie man es heutzutage macht, ist immer falsch. Naja, weiter geht's. Akutes Risiko für Menschen nicht ausgeschlossen. Als die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, etwa 10 Jahre später von den beiden Studien erfuhr, stufte sie diese anders ein. Die Gesundheitsexperten senkten die Referenzwerte aufgrund der Erkenntnisse zur neurotoxischen Wirkung von Abamectin deutlich ab. Zum Beispiel wurden die zugelassenen Rückstandswerte des Stoffs auf Gurken, Tomaten oder Zucchini heruntergesetzt. Die armen Meerschweinchen. Na gut, Zucchini ist ja nicht jedes Meerschweinchen Sache. Weil, wenn ich mir noch an das Video von die Meris mich noch erinnere, da mögen diese Meerschweinchen hier kein Zucchini, laut dem Motto, nimm die Fake-Gurke von uns weg. Aber wenn es um Gurken und Tomaten geht, dann, meine Güte, will ich mir gar nicht ausmalen, wie viele Meerschweinchen jetzt bei die Meris jetzt dadurch sterben könnten. Weiter geht's. Bei 12 Obst- und Gemüsesorten, die mit Abamectin behandelt werden durften, könne ein akutes Risiko für Menschen nicht ausgeschlossen werden, folgerte die Behörde in ihrem Risikobericht aus 2021. Bei Äpfeln und Birnen solle der Stoff zur Schädlingsbekämpfung nicht mehr eingesetzt werden.
Ja. Und bei Erdbeeren genauso wenig. Denn sonst habe ich Angst vor dem nächsten Erdbeerbecher. Bruder. Weiter geht's. EU-Kommissionsmitarbeiter sieht ein ernstes Problem. Hätte Syngenta diese Studien bereits 2005 und 2007 ordnungsgemäß bei den Behörden eingereicht, wäre die Anwendung in verschiedenen Kulturen wohl schon damals verboten oder eingeschränkt worden, glaubt der schwedische Wissenschaftler. Studien zur Entwicklungsneurotoxizität sind im EU-Zulassungsverfahren nicht grundsätzlich vorgeschrieben. Also, die lernt's echt nie, oder? Das Wort sollten die doch streichen. Will keiner lesen. Weiter geht's. Im Fall des Wirkstoffs Abamectin hat Syngenta die Studien aber durchgeführt. Und nach Ansicht der schwedischen Forscher hätten diese dann auch bei den europäischen Behörden vorgelegt werden müssen, da die Ergebnisse auf mögliche schädliche Auswirkungen hindeuteten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, bestätigt auf Anfrage des BR, dass die Studien nicht vorlagen. Ja, wer Studien nicht vorliegt, dann sind die Studien einfach nicht da. Ganz klar. Oder kann man diese Studie mittlerweile herbeizaubern, als wenn das ein Zaubertrick wäre? Weiter geht's. Haben die Konzerne damit gegen EU-Recht verstoßen? Die EU-Kommission äußert sich nicht zum Fall Abamectin, schreibt aber allgemein, dass Hersteller verpflichtet seien, alle Informationen über potenziell schädliche Wirkungen des Wirkstoffs vorzulegen. Aus einer Mail aus Kommissionskreisen geht hervor, dass man im September vergangenen Jahres alarmiert war, als Hinweise über die fehlenden Studien eingingen. Wenn Hersteller Studien mit ungünstigen Ergebnissen nicht einreichen würden, stelle das ein ernstes Problem dar, heißt es in der Mail eines Kommissionsvertreters für den Bereich der Lebensmittelsicherheit, die dem BR vorliegt. Ja, die dem BR vorliegt, wäre richtig gewesen. Warum macht ihr immer die gleichen Fehler, BR und Tagesschau? Erklärt mir das bitte. Ihr könnt doch sonst so gut Deutsch. Weiter geht's. Syngenta kein Einzelfall. Neben Syngenta hat auch das deutsche Chemieunternehmen Bayer Studien zur Entwicklungsneurotoxizität bei den europäischen Behörden nicht vorgelegt. Ja. Wahrscheinlich auch das Wort Vizekusen. Das haben sie auch immer wieder nicht vorgelegt. Weiter geht's. Bayer schreibt auf BR-Anfrage, man habe die Studien eingereicht, die nach den damaligen Regularien gefordert waren. Die Risikobewertung sei zuverlässig erfolgt. Bei der Wirkstoff zum Beispiel sei das Einreichen per Gesetz damals nicht gefordert gewesen. Am Ende sei der Stoff aus anderen Gründen nicht mehr zugelassen worden. Aus anderen Gründen nicht mehr zugelassen worden. Da geht es anscheinend darum, über die sogenannten Kosten des sogenannten Wirkstoffs. Wetten das? Weiter geht's. Wie die Zulassungsbehörden im Nachhinein von den Studien erfahren haben, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Teils haben sie diese selbst recherchiert, teils haben die schwedischen Wissenschaftler sie darauf aufmerksam gemacht. In 3 von 9 untersuchten Fällen haben nicht vorgelegte Studien nachträglich für eine Neubewertung der Stoffe gesorgt, wie die Untersuchung der Stockholm University zeigt. In 4 weiteren Fällen prüfen die Behörden noch eine mögliche Neubewertung. Ich lese mal weiter, komm. Ein unvollständiges Bild. Die Untersuchung der Stockholm University zeigt eine Sicherheitslücke auf, sagt der Innsbrucker Toxikologe Martin Paparella. Es kann nicht sein, dass die Industrie Studien durchführt, die sie dann nicht einreicht. Dadurch entstehe ein unvollständiges Bild, meint der Wissenschaftler von der Medizinischen Universität Innsbruck. Er selbst war jahrelang in einer österreichischen Behörde für die Zulassungsverfahren von Chemikalien mit zuständig. Der Ausgang eines Zulassungsverfahrens für Pestizide in der EU hängt stark von den Studien der Agrochemiekonzerne ab.
Pestizide. Ja, und als nächstes auch zum Thema Glyphosat hat die Tagesschau einen Link dazu jetzt veröffentlicht. Aber wir bleiben bei unserem eigentlichen Kernpunktthema. Deswegen lesen wir weiter. Die Industrie muss nachweisen, dass das jeweilige Mittel für Mensch, Tier und Umwelt verträglich ist. Wenn die Industrie diese Beweise zurückhält, sagt die Toxikologie-Professorin Christine Rudén von der Universität Stockholm, dann bedeutet das für mich, dass sie ihrer Verantwortung nicht gerecht wird. Dann könnten Behörden nicht beurteilen, ob die Produkte sicher seien oder nicht, so Rudén, und Verbraucher könnten gefährdet werden. Und nein, ich werde mir die Audio-Pestizidhersteller halten Informationen zurück, nicht abspielen, sonst kriege ich nicht nur von der BR, also dem Bayerischen Rundfunk, sondern auch von der Tagesschau Ärger. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also, es gibt nicht nur Sicherheitslücken bei den Zulassungen von Glyphosat, sondern auch Sicherheitslücken bei Pestiziden. Und wie gesagt, Leute, das wird uns auch weiter beschäftigen, auch wenn Netzfrauen sich da wieder einmischen wird. Frühestens bei der nächsten Aufnahmesession. Und deshalb meine Frage an euch: Was haltet ihr zu diesem Thema? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung etc. pp. Als auch Video zu liken, als auch Video zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und morgen wird es wieder um Elon Musk gehen. Lasst euch überraschen. Und ich würde mal sagen: Ciao, Leute.